Liebe Gemeinde Bogenhofen, ich freue mich sehr, dass ich heute vor euch stehen darf. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit hatte, für den Heinz einzuspringen, den es ja jetzt leider auch erwischt hat, der jetzt auch Corona bekommen hat. Heinz, wenn du das zu Hause siehst, dann wünsche ich dir gute Genesung, gute Besserung und komm bald und gesund wieder zurück. Jesus fragte einmal seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Und er bekam ganz unterschiedliche Antworten. Naja, die einen halten dich für Johannes den Täufer, die anderen halten dich für Elia oder Jeremia oder für einen der anderen Propheten. Doch danach fragt Jesus sie ganz direkt, und ihr, für wen haltet ihr mich? Petrus ergreift dann das Wort und sagt, du bist Christus, der lebendige Gottessohn. In der Adventgemeinde haben wir immer mal wieder Diskussionen über die Dreieinigkeit und insbesondere auch über den Ursprung Jesu. Und diese Debatten und Streitereien sind meistens ziemlich emotional aufgeladen. Wenn wir mit jemandem diskutieren, der ein falsches Verständnis der Gottheit Jesu hat, dann dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Wir dürfen diese Person nicht vorverurteilen. Weil diese Menschen, unsere Glaubensgeschwister, eigentlich einer menschlichen Logik nachgehen. Wenn Gott der Vater ist und Jesus der Sohn, dann muss es da doch irgendwie ein Hierarchiegefälle geben. Dann gibt es noch vermeintliche Texte im Neuen Testament, die irgendwie auch eine untergeordnete Stellung Jesu gegenüber Gott aufzeigen. Doch wir müssen aufpassen, dass wir, und das gilt für uns alle, dass wir beim Bibelstudium unseren menschlichen Verstand nicht über Gottes Wort setzen. Wir müssen immer den gesamtbiblischen Kontext betrachten. Wir können die Bibel nicht wie einen Werkzeugkasten benutzen. Wenn ich einen Werkzeugkasten nutze, dann nehme ich das raus, was ich gerade brauche. Möchte ich einen Nagel in die Wand hauen, dann nehme ich mir einen Hammer. So darf ich die Bibel nicht nutzen. Ich kann nicht einfach nur das für mich rausnehmen, dass ich glaube, meine eigenen Theorien, meine eigenen Überlegungen stützt. Ich muss die Bibel in ihrem Gesamtkontext betrachten. Ich muss diesen gesamten Werkzeugkasten nutzen. Diesen biblischen roten Faden möchten wir heute gemeinsam anschauen. Ich möchte euch heute in eine Reise durch die Bibel mitnehmen. Und wir möchten uns heute der Frage widmen, was es mit der Sohnschaft Jesu auf sich hat und in welcher Beziehung Jesus wirklich zu Gott steht. Und ich habe auch euch heute eine Flipchart mitgebracht und möchte euch heute anhand eines Modells, was ihr vermutlich von Bojan schon kennt, das Grubenmodell, und ein paar Studenten sind wahrscheinlich hier, die jetzt schmunzeln, weil wir das im Unterricht sehr, sehr oft machen. Aber dieses Modell ist sehr anschaulich und ich möchte euch heute meine Überlegungen anhand dieses Modells zeigen, was ich für mich ein bisschen angepasst habe. Und wir beginnen ganz am Anfang der Bibel auf den ersten Seiten. Adam und Eva lebten mit Gott in völliger Harmonie. Bemerkenswert ist, wenn wir uns den Stammbaum Jesu in Lukas Evangelium anschauen, dann werden uns die ganzen Vorfahren Jesu aufgelistet bis zu Adam. Von Adam wird aber gesagt in Lukas 3, Vers 38, dass er von Gott ist. Adam ist eigentlich der erste Sohn Gottes. Und ich werde das jetzt hier aufmalen anhand des Grubenmodells. Am Anfang war diese Harmonie noch gegeben. Adam und Eva sollten Söhne und Töchter nach ihrem Ebenbild zeugen. Doch diese Harmonie wurde sehr schnell zerstört. Durch den Sündenfall. In Genesis 3 können wir das nachlesen. Und ab diesem Zeitpunkt
hat Satan die Autorität der Erde an sich gerissen. Diesen Zustand, in dem wir hier leben, beschreibt Jesaja mit den Symboliken Finsternis oder auch Grube oder auch dem Symbol des Gefängnisses. Das ist der Zustand, in dem wir seither leben. Was muss aber geschehen, dass dieser Zustand wieder umgekehrt wird? Es benötigt ein Eingreifen eines neuen, eines besseren Sohn Gottes. Und so gibt Gott direkt nach dem Sündenfall dem Menschen die erste Verheißung. Und er sagt hier zur Schlange: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt ein neuer, übergeordneter Erzählstrang. Über diese Abstammungslinie soll der neue Sohn Gottes auf diese Erde kommen. Und so beruft Gott Abraham als den Urvater. Er schließt mit Abraham einen Bund. Dieser Bund bedeutet gegenseitige und unerschütterliche Liebe, eine treue Beziehung untereinander. Und Abraham wird eine große Nachkommenschaft verheißen. Abraham zeugt seinen erstgeborenen Sohn Isaak. Und bevor er jetzt was sagt, mir ist bewusst, dass Isaak eigentlich nicht der erstgeborene Sohn ist. Und das ist auch wichtig zu verstehen in dieser ganzen Linie. Es geht nicht um den biologisch erstgeborenen Sohn, sondern es geht um den erstgeborenen Sohn der Verheißung. Isaak zeugte Jakob. Auch Jakob war eigentlich nicht der erstgeborene Sohn, aber Gott hat ihn erwählt, diese Rolle dieses erstgeborenen Sohns einzunehmen. Jakob zeugte 12 Söhne. Und diese 12 Söhne gingen, vereinfacht gesagt, im Volk Israel auf. Es ist spannend zu sehen, wo Gott zu Mose sagt, dass er zum Pharao gehen soll. Und er benutzt hier die Worte: Geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen, denn Israel ist mein erstgeborener Sohn. Also übernimmt hier Israel auch die Rolle dieses Erstgeborenen. Später tritt ein König auf in Israel. Welche kennen ihn? König David. Und wir wissen, dass David irgendwie so als Prototyp des Messias steht, der auf den Messias hinweist. Wir können das zum Beispiel lesen in Psalm 2, wo davon geschrieben wird: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Vermutlich geht es hier um eine Inthronisierung, aber wir wissen, dass neutestamentliche Schreiber das auch auf Jesus hingedeutet haben. Auch in Psalm 89, dort wird geschrieben, dass David der Höchste unter den Königen der Erde ist. Wir merken, das ist zwar an David gerichtet, aber irgendwie weist es auf etwas viel Größeres hin, auf Jesus Christus. Aber David ist in diesem Erzählstrang der nächste Erstgeborene der Verheißung. David bekommt auch einen Sohn, Salomo. Salomo ist auch der den Tempel bauen darf. In 1. Chronik 22, Vers 10 können wir auch von dieser Vater-Sohn-Dynamik zwischen Salomo und Gott lesen. Doch was haben alle diese Söhne Gottes gemeinsam? Sie konnten diesen Sündenfall nicht umkehren. Gott musste selbst handeln. Es war ein Angelausflug 2019. Ricky, 10 Jahre alt, fuhr mit seinem Vater und seinen 3 jüngeren Geschwistern an einen Fluss in South Dakota.
Sie haben sich schon tagelang auf diesen Angelausflug gefreut. Sie haben alles ins Auto gepackt, die Angeln, haben sich Proviant mitgenommen. Und so fuhren sie überglücklich an diesen Fluss. Das Wetter war traumhaft, die Atmosphäre wundervoll. Und so fuhren sie auf diesen Fluss, um zu angeln. Doch diese Idylle wurde ziemlich schnell getrübt. In einem unachtsamen Moment fielen Rickys drei jüngere Geschwister ins Wasser. Und da sie nicht schwimmen konnten, waren sie in großer Lebensgefahr. Vater und Sohn sprangen instinktiv ins Wasser rein und kämpften um das Leben der drei jüngeren Geschwister. Nach einer gefühlten Ewigkeit schaffte es Ricky, seine kleine Schwester Chivelle aus dem Wasser zu ziehen. Der Vater, die anderen beiden Geschwister. Alle drei waren in Sicherheit. Doch bei all dem Schock merkte der Vater nicht, dass einer fehlte. Wo war Ricky? Und er suchte alles ab, doch nach 3 Stunden die traurige Gewissheit, Ricky war tot. Nach diesem Ereignis sagte der Vater in einem Interview Folgendes: Ricky war so großzügig, lieb und einfach etwas Besonderes. Er war mein Ein und Alles. Ricky hat einfach jeden berührt, der ihn kennengelernt hat. Und die Mutter sprach folgende bemerkenswerte Worte: Ricky rettete das Leben seiner Schwester. Er war mein bester Freund. Ich werde ihn unendlich vermissen. Ist uns bewusst, was der wahre Sohn Gottes, Jesus Christus, auf sich genommen hat? Nicht nur kognitiv. Ist uns im Herzen bewusst, welches Opfer Jesus eingegangen ist und welches Geschenk er uns mit der Erlösung eigentlich gegeben hat, die er für uns am Kreuz erwirkt hat? Jesus hat sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, damit wir leben dürfen. Der wichtigste Text im Neuen Testament, um die Natur Jesu richtig verstehen zu können und auch in welcher Beziehung er zu Gott Vater steht, finden wir in Philipper 2. Und den möchten wir uns jetzt gemeinsam genauer anschauen. Und ich habe euch dazu eine PowerPoint vorbereitet. Ich bitte die Technik, das einzublenden. Super. Wer eine Bibel zur Hand hat, kann das gerne auch mitlesen. Ansonsten habe ich sie auf der PowerPoint. Wir möchten zunächst einmal die Verse 5 bis 8 gemeinsam lesen. In Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Um diesen Text besser und näher verstehen zu können, macht es Sinn, in den griechischen Text, in den griechischen Ursprungstext hineinzuschauen. Da ich weiß, dass hier viele kein Griechisch können, machen wir das jetzt gemeinsam. In Philipper 2 wird uns ein unterschiedliches Vokabular für das deutsche Wort gleich gegeben. Einmal das griechische Wort isos und zum anderen das Wort homoiomai. Im Deutschen wird das einfach nur mit gleich übersetzt, aber im Griechischen sind das zwei unterschiedliche Wörter. Einmal wird gesagt, dass Jesus Gott gleich ist, was mit dem Wort isos beschrieben wird, und einmal, dass er den Menschen gleich geworden ist, was mit dem Wort homoiomai ausgedrückt wird.
Ich möchte euch ganz kurz den Unterschied aufzeigen. Isos wäre, wie wenn ich sagen würde, Tom und Felix sind gleich groß. Wenn wir das ausdrücken, dann meinen wir, dass sie wirklich identisch groß sind. Also beide sind zum Beispiel 1,80 groß. Das griechische Wort homoiomai wäre aber, wie wenn wir sagen würden, Herr Müller und Herr Schulze fahren das gleiche Auto. Wenn wir so etwas sagen, nehmen wir normalerweise nicht an, dass sich beide ein Auto teilen. Natürlich, heutzutage gibt es diese Möglichkeiten mit Carsharing und so weiter. Aber wir drücken doch eigentlich damit aus, dass beide das gleiche Fahrzeugmodell fahren. Zumindest dieselbe Automarke. Und so kann man diese Wörter eigentlich anders, müsste man sie anders beschreiben. Isos, also Gott, Jesus war Gott gleich, müsste eigentlich bedeuten, Jesus war Gott ident. Homoiomai würden wir besser im Deutschen umschreiben mit ähnlich. Jesus ist uns Menschen ähnlich geworden. Es gibt noch zwei andere griechische Begriffe, die in diesem Text wichtig sind. Und das sind die griechischen Wörter Morphe und Schema. Morphe bedeutet die wesentlichen, grundlegenden Merkmale. Wer sich mit Biologie auskennt, der weiß, dass es auch einen Fachbegriff in der Biologie gibt und damit wird der Phänotyp bzw. das Erscheinungsbild von Individuen einer Art ausgedrückt. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt, super. Dahingegen bedeutet Schema einfach nur das äußere Erscheinungsbild. Was möchte Paulus hier damit uns aussagen? Jesus war Gott gleich. Er hatte göttliche Attribute mit dem Wort Morphe. Aber er ist uns Menschen in der Hinsicht gleich geworden, dass er wie ein Durchschnittsjude auf diese Erde kam. Aber nicht unbedingt mit allen menschlichen Eigenschaften. Das ist dahingegen wichtig, dass wir dadurch sehen, dass er auch keine Neigung zur Sünde gehabt haben durfte. Sonst hätte er nicht die Erlösung für uns bewirken können. Im deutschen Fernsehen gibt es eine Dokumentationssendereihe, vielleicht kennt der ein oder andere sie, die heißt Undercover Boss. Und in dieser Sendung entscheiden sich Führungskräfte dazu, als Hilfsarbeiter in ihrem eigenen Unternehmen verdeckt zu arbeiten, undercover. Sie möchten eine unverfälschte und eine andere Sicht auf die Arbeitsabläufe im Unternehmen erhalten. Das Ziel ist, einer von ihnen zu werden. Aber warum macht eine Führungskraft das? Warum erniedrigt in Anführungszeichen sich eine Führungskraft derart und arbeitet dort verdeckt als Hilfsarbeiter? Und warum macht da ein Unternehmen mit? Die Führungskraft versteht, dass Dinge im Unternehmen schlecht laufen. Dieses Ideal, jetzt auf die Bibel übertragen, dieses Ideal da oben existiert nicht. Es gibt Krisen im Unternehmen. Deswegen entscheidet sich die Führungskraft, den Weg zur Basis, zu den einfachen Arbeitern auf sich zu nehmen, um zu helfen. Ziel ist es, dieses Ideal wiederherzustellen. Auf Philipper 2 übertragen bedeutet das, Jesus war Gott in allen göttlichen Attributen. Aber er entschied sich, diese Stellung, und ich werde das jetzt hier aufmalen, er entschied sich, diese Stellung hier oben zu verlassen und den Menschen nach ähnlich zu werden und für sie am Kreuz zu sterben. Ellen White hat hier auch etwas zu sagen und ich finde, dieses Zitat passt eigentlich perfekt zu dem, was wir uns hier gerade anschauen. Sie sagt nämlich hier, Christus
hatte seine Göttlichkeit nicht gegen seine menschliche Natur eingetauscht, sondern er hatte seine Göttlichkeit mit der menschlichen Natur bekleidet. In der Sendung, an der Coverboss, werden die Führungskräfte manchmal erkannt oder es ist kurz davor, dass sie erkannt werden. Als Jesus hier auf der Erde war, verstanden auch nur wenige Leute seinen Auftrag. Viele, die das nicht verstehen wollten oder konnten, wussten nicht, dass er der Messias war. Für diese Leute blieb Jesus undercover. Die Frage ist aber, warum hat Jesus all das auf sich genommen? Warum hat er diese hohe Stellung aufgegeben und hat seine Göttlichkeit mit menschlicher Natur bekleidet, so wie es Ellen White beschreibt? Es war vor ein paar Wochen in einer Gemeinde meines Heimatbezirkes. Die Gemeinde hat dort für zwei Obdachlose gesammelt, die scheinbar große Schulden haben. Und eine Glaubensschwester hat das alles organisiert und öfters während dem Gottesdienst zum Spenden aufgerufen. Bis eines Sabbats ein Gottesdienstbesucher direkt auf sie zukam und ihr einen Blankoscheck in die Hand gegeben hat. Und er sagte zu ihr: Schreib jeden Betrag hier drauf, den du willst, ich werde alle Schulden begleichen. Ist das nicht genau das, was Jesus für uns getan hat? Jesus möchte auch für dich diesen Blankoscheck, möchte auch für dich begleichen und unterschreiben. Wenn du das möchtest, dann kann dir Jesus all deine Sünden vergeben, weil er für dich hier am Kreuz gestorben ist. Jesus Christus nahm diese Position des Sohnes Gottes an. Und er hat eine Möglichkeit dadurch erschaffen, das hier wieder umzukehren, diesen Sündenfall, und die Sohnschaft zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Doch das ist nicht alles. Ich habe noch einen kleinen Teil weggelassen in Philipper 2. Wir möchten das noch gemeinsam anschauen. Ab Vers 9, Philipper 2, die Verse 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gott hat Jesus wieder seine ursprüngliche Stellung verliehen. Aber wisst ihr, was bei all dem das größte Geschenk ist? Wenn wir an Jesus glauben, dann dürfen wir uns auch Kinder Gottes nennen. In Johannes 1, Vers 12 steht: So viele ihn aber auch annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das bedeutet, wir sollen auch in diese Sohnschaft mit einbezogen werden. Wir haben jetzt in den letzten Minuten erfahren, welche Bedeutung die Sohnschaft hat. Wir haben gesehen, welche göttliche Stellung Jesus hier aufgegeben hat. Und sich erniedrigte für unsere Erlösung. Aber was bedeutet das jetzt für dich ganz persönlich? Wer ist Jesus Christus für dich? Ich finde die Worte, die Rickys Mutter über ihren Sohn gesagt hat, sehr rührend. Sie hat zu ihm gesagt: Ricky war mein bester Freund. Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus auch dein bester Freund? Nimmst du Jesus durch deinen Tag? Beziehst du Jesus ein in deine Worte, in deine Gedanken und in deine Entscheidungen? Bist du auch bereit,
dich von Jesus verändern zu lassen? Ich hoffe, dass du für dich persönlich Jesus erkennst und erkennst, was er auf sich genommen hat. Dass er undercover auf diese Erde gekommen ist, um dieses Ideal wiederherzustellen. In der Sendung Undercover Boss bekommen die Mitarbeiter am Ende meistens eine Belohnung für die Arbeit, die sie in den letzten Jahren für das Unternehmen getan haben. Wir werden auch eine Belohnung bekommen. Jesus möchte dich auch beschenken und dieses Ideal wiederherstellen. Das können wir lesen in den letzten Kapiteln der Bibel. Offenbarung 21, 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann hoffe ich, dass er für dich nicht undercover bleibt, sondern dass wir alle bald gemeinsam als Söhne und Töchter mit Jesus auf der neuen Erde sein dürfen. Amen.